Hallo meine Friends, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Beim letzten Mal haben wir das Schloss betreten mit der wunderschönen Musik, haben ein paar Nimbusgarden geklatscht und sind jetzt auf dem Weg zum Thron. Tatsächlich. Ach genau, und unsere Kumpels von Temmas Bar haben uns geholfen, den Bossschlüssel zu ergattern. Kleiner Auftritt von denen, war ganz nett. So, und beim letzten Mal sind wir ja auch hier den rechten Weg gegangen. Und jetzt will ich mal den linken Weg gehen, um einfach mal zu zeigen, was da so ist. So, und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ich habe wieder volle Herzen. Ich war kurz draußen und habe mir noch zweimal blaue Tränke geholt. Ich wollte dann doch nicht einfach nur mit Feen rumlaufen. Weil einfach kapieren und dann weitermachen, fand ich dann doch ein bisschen lame. Deswegen dann doch lieber so. Mit Tränken ist doch viel besser. Oder Leute, ist doch viel besser. So. Und wahrscheinlich sind das viel zu viele Tränke. Also natürlich sind das viel zu viele Tränke. Die werde ich gar nicht eher brauchen. So schwer ist das gar nicht. So, und hier ist es ziemlich dunkel. Hier sind Fackeln. Dann zünden wir doch einfach mal an. Oder? Flermäuse! Ah, ganz viele, ganz viele. Das war wohl falsch. So einfach ist das nicht. Hier müssen wir zum Wolf werden. Unsere Sinne stärken. Und dann war hier doch irgendwo was, oder wie war das? Ah, nee, Quatsch, stimmt. Das Bild war's. Und so? So. Sehe ich mehr. Okay, soll die Flamme jetzt heißen, da soll ich anfangen oder soll ich aufhören? Ich denke mal, da soll ich anfangen. Passiert schon mal nichts Schlimmes. Nee, das war falsch. Die ist direkt wieder aus. Dann muss ich wohl doch da anfangen. Okay. Küchen, so. Und das habe ich damals auch nicht rausgefunden. Weil, wie gesagt, irgendwie habe ich es nicht rausbekommen, dass ich hier, dass dieses Seil da bei den Bildern schießen kann. Aus irgendeinem Grund. Ja, ich habe es versucht, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Komischerweise, ich weiß nicht genau warum. Und das habe ich falsch gemacht. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch total daneben geballert, habe es nicht gecheckt. Ich weiß nicht genau, aber hier kam ich zumindest weiter, weil durch Ausprobieren geht das. Und so kam ich ja noch weiter. So, aber jetzt, da ich es eigentlich gecheckt habe, weiß ich auch, wie das geht. Ah, okay, hier kommen ein paar vollgerüstete Echsenviecher. Na gut, kriege ich auch hin. Gar kein Ding. Kommt doch her. What? Eine schon mal down. Easy. Na komm. Helmspalter! Und Helmspalter! Batz! Ja, so nicht. Er wollte mich verarschen, aber ich habe ihn für nie verarscht. Autsch. Das hat wehgetan. Kumpel, das hat wehgetan. Was soll das? Hier, Helmspalter. Nice. Also der andere Weg war irgendwie schwerer. Da waren zwei Nimbusgarden. Aber hey. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Das war hier easy. Easy peasy. Ach mein, geht's über den Schaltern? Nee, hä? Wozu ist das? Jetzt kommt der runter. Das ist eine Abkürzung. Ja, scheint eine Abkürzung zu sein. Ja, okay. Direkt dann hier hin. Okay. Von mir aus. Brauche ich nicht, aber hey. Ist egal. Hauptsache, er ist aktiv. Sonst nichts mehr. Okay. Dann wieder raus. So, und wie gesagt, über den Weg hier hätten wir hier eigentlich schon vorher hingekonnt. Wie gesagt, man muss nur einen Weg gehen. Und da muss man hier rein. Einen Schlüssel haben wir noch, aber das ist ja der optionale Schlüssel.
Aber hier waren wir auch nicht. Oh oh. Oh oh. Na, ihr schon wieder. Ihr schon wieder. Oder du schon wieder? Ist nur einer. Ha! Link einfach voll krass ausgewichen. Ist nur einer. Das ist ja easy. Ich habe schon zwei von euch unten in Nimbus-Gal platt gemacht. Was willst du noch gegen mich ausrichten, ne? Das kann ja nichts werden. Na komm her. Na komm. Zeig mir dein Schild. Und kopiere dran. Immer schön. Reinstechen. Helmspalter. Incoming. Und stirb. Easy. So, lass mich an die Tour. Da ist mein wohlverdienter Schlüssel drin. Nice. Ein kleiner Key. Sehr schön. Moment, ich zerstöre mal hier Dinger. Vielleicht ist da noch ein bisschen Geld drin. Kann ich schaden. Für unsere Rüstung. Wenn wir die nochmal gebrauchen können. So, war aber leider nur ein Fünfer. Na okay, muss ich mit leben. Ist okay. Ich habe noch genug Rubine. Komme ich mit klar. Jetzt hab ich leider den ganz großen Beutel nicht, weil ich die Schattenhöhle nicht geschafft habe. Aber hey, ist egal. Ist egal. 2000 sind mehr als genug. Okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir müssen uns in einen Wolf verwandeln und unser Gespür aktivieren, denn hier sind... Ja, okay, die Viecher auch noch. Denn die Typis zeigen uns den Weg, weil die anderen Dinger würden abstürzen und zwar ziemlich schnell. Okay, ein bisschen zu schnell. Ich dachte, vielleicht könnte ich das zeigen, ohne zu sterben, aber nein. Das ist ein bisschen sehr schnell. Okay, egal. Egal, wir haben genug Energie, gar kein Ding. So, wir müssen denen einfach nur folgen, wo die uns den Weg hinweisen. Und dann ist es ganz einfach. Kommen wir eigentlich ganz einfach drauf, was man hier das Gespür aktivieren soll, weil, ja, wegen den Ratten am Anfang. Kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Gut, so, das hatten wir. Und eine zerstörte Treppe. Was soll das denn? Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Okay, wir können uns aber hier an diesen Lampen festhalten. Ach nee, da muss ich einfach rüberspringen oder was? Weil so weit komme ich nicht. Okay. Dann einfach so rüber. Ja, das klappt. Das klappt. Das ist zu weit weg oder was? Nee. Scheinbar nicht. Hm. Okay. Hätten wir doch komplett so rüber gekonnt, oder? Oder kam das ja später? Hm, ist egal. Ist egal. Ach, nochmal zwei von euch. Was wollt ihr denn machen? Was wollt ihr denn tun? Ihr seid nicht mal irgendwie gerüstet oder so. Seid richtig easy. Richtige Lappen. Ihr sollt Garndorf hier beschützen. Ah, jetzt muss ich das machen, okay. Jetzt war das vonnöten. Ich verstehe. Das eben war nur eine kleine Aufwärmrunde. Okay. Na dann, gar kein Ding. Und drüben bin ich. So. Noch mehr Lappen. Was wollt ihr denn machen? Bam! Und tot. Ach, Leute, Leute. Ihr sollt hier Ganondorf bewachen. Das ist doch ein Witz. Ist doch ein Witz. So, okay. Wie komme ich hier am besten rüber? So? Oh, sieht gut aus. Yep, easy. Wer kommt noch? Eine Nimbusgarde. Eine? Eine? Eine einzige? Ach, Leute, was soll denn das? Was soll denn das werden? Eine Nimbusgarde. Come on. Fühlst du dich jetzt cool, weil du eine andere Rüstung trägst oder was? Zumindest glaube ich das. Aber in der Drillhöhle haben die dich auch schon getroffen. Und neue Tricks hast du auch nicht drauf. Von daher, lass dich einfach besiegen. Okay, reagiert er schneller? Kann das? Aber nicht schnell genug, wenn du daneben schlägst. Und schon wieder daneben, Mann. Schon wieder daneben.
glaube, so ein Ausweicher ist effektiver, weil man das so ausmachen kann. So, das war schon. Und schon wieder daneben. Was? Hä? Der war schon an mir vorbei. Was hat mich da noch erwischt? Ich habe keine Ahnung. Au. Ich wollte gerade ausweichen. Da hat er mich genau dann erwischt. Das war Glück, Typ. Glück. Reiner Zufall. Ja? Bild dir bloß nichts drauf ein. Du kannst nichts, Mann. Du kannst doch nichts. Was willst du denn tun, hä? Was willst du tun? Sterben vielleicht. Das kannst du gut. So, sehr schön. Wir sind beim Boss. Aber Leute, hier ist noch eine Tür. Und hierfür ist unser optionaler Schlüssel. Genau hierfür. Und da sind schöne Sachen drin. Die wollen wir uns nicht entgehen lassen. Und zwar ganz viel tun. Aber richtig viel. Holy shit, richtig viele. Ja, die gönne ich mir doch. Ein 5er-Rubin. Das ist die Schatzkammer des Schlosses. Und Link raubt sie einfach komplett aus. Gehört eigentlich der Königsfamilie, aber ist ihm egal. Es ist ihm egal. Alles mitnehmen. Ich bin immer der Held, ja. Ich werde hier das Königreich retten vor Ganondorf, ja. Also, dann sind so ein paar läppische Rubine doch das Mindeste. Und Pfeile, sehr schön. Alles ein bisschen aufstocken. So viel habe ich ja gar nicht mehr von den ganzen Sachen durch die Drillhöhle. Aber so viel Wasserbomben brauche ich gar nicht. Ich brauche eher normale Bomben. Weil die habe ich gar nicht mehr. Aber hey, egal. Ich komme auch mit Wasserbomben klar. 50 Kerne. Warum kriegen wir Kerne? Als ob man hier die Schleuder noch benutzen würde. Ganz ehrlich, wofür? Ist egal. Nummer 30 Pfeile. Sehr schön. Fast voll. Nicht ganz, aber hey. Reicht aus. Könnte theoretisch noch die Rüstung zerstören mit unserem Morgenstern. Aber die lasse ich euch mal. Die lasse ich euch mal. Die sehen ja ganz schick aus. So, und wollen wir uns mal um die großen Truhen kümmern. Aber ich muss eine kleine Warnung ausgeben. In einem ist der vorletzte Stempel drin. Oder müsste auch der vorletzte sein, ne? Genau, der vorletzte Stempel. Und wenn man 49 hat, kriegt man automatisch den letzten. Und der letzte, naja, da gibt es eine kleine Spoiler-Warnung von mir. Also wenn der letzte kommt, schnell mal überspringen, falls ihr nicht gespoilert werden wollt. Erstmal 50 Rubine. Ja, das Spiel spoilert sich selbst. Das ist ein bisschen dumm. Aber hey. Ist halt so. Nochmal Wasserbomben. Wieso die ganze Wasserbomben, ey? Als hätte ich nur Bombentaschen mit Wasserbomben. Wer macht denn sowas? Normale Bomben kann man. Normale Bomben kann man viel mehr tragen. Und nochmal ein 200er. Nice. Und da ist der vorletzte Stempel. Zelda fröhlich. Okay. Spoilerwarnung ab jetzt. Yep, das ist der letzte. So, okay, alles gut, alles gut. Spoiler ist vorbei. Wir haben alle Stempel und nochmal 100 Rubine. Nochmal gerade zur Bestätigung: 50 Stempel, das sind alle. Ja, nice. Ja, nice. Na komm, ein bisschen zerstöre ich hier noch. Ein bisschen Randale stiften. Ich wollte das Finale eigentlich in einen Part packen. Beziehungsweise in zwei oder so. Aber, oh. Oh, danke für die Vollheilung. Nice. Hätte ich eh nicht tragen können. Von daher nehme ich das doch gerne. Ja, gut. Fange ich jetzt trotzdem schon mal an mit dem Finale? Ich denke mal schon. Ich denke mal schon. Ja, tun wir das. Ich habe irgendwelche Vorbereitungen treffen, ich denke nicht. Ich bin bereit, Leute. Ich bin bereit. Los geht's! Haben wir Ganondorf aufs Maul. Und das werden ein paar richtig geile Kämpfe, kann ich euch versprechen. Meiner Meinung nach ist das richtig episch hier. Und wir sind. Wo sind wir? Ganz oben. In Schloss Hyrule. Beim Thron. Okay, Leute. Okay, jetzt wird's episch. Da vorne ist der Thron. Dann wollen wir mal loslegen. Let's go.
Seid willkommen in meinem Palast. Du bist also dieser Ganondorf. Wie schön, dass man sich endlich kennenlernt. Ihr lächerlichen Schattenwesen. Die Göttinnen wolltet ihr besiegen? Mit eurer Kraft, die dann so kräftig doch nicht war? Mir hat das nur genützt. Die Schmerzen, die euch widerfuhren, nährten meine Macht. Und es war euer Zorn, der mich zum Leben erweckt hat. Was eurem Volk gefehlt hat, war ganz einfach Kraft. Die absolute Kraft, die den Auserwählten der Göttinnen vorbehalten ist. Nur der, der diese Kraft besitzt, ist würdig, König aller Könige zu sein. Du bist so arrogant. Wenn du denkst, du bist der Auserwählte, der über die absolute Kraft verfügt, dann werde ich dir trotzen. Mit allem, was mir zur Verfügung steht. Die Schatten fühlen sich gebunden durch die Kraft des Lichts. Wie äußerst amüsant. Nun gut, versucht nur mir zu trotzen, wenn ihr könnt. Stellt euch mir entgegen mit eurer Freundschaft und mit euren sogenannten Werten. Pah! Oh shit. Nein, Midna! Also Perversling. Einfach in Zelda reinfahren. Wie töricht, gegen einen König zu rebellieren, der über Licht und Schatten herrscht. Aber es sei. So spürt den Zorn des Königs am eigenen Leib. Okay, dann zeig doch mal, was du drauf hast. Ich mach's nicht fertig. Ganons Marionette, Zelda. Spielen wir mal wieder ein bisschen Ping-Pong. Wie gewohnt, Ganon. Kennen wir ja zu Genüge. Okay, das bringt nichts. Muss ich nur so treffen? Ich glaube schon, wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht mehr genau. Okay, Achtung. Wollte uns treffen, aber so nicht. So nicht, Kumpel. Na komm doch, daneben, Trottel. Du Trottel, komm doch her. Na los, komm. Ja. Tja, war auch nix. Du Depp. Okay, bringt nix. Alles klar. Einfach nur damit treffen. Na gut. Krieg ich hin. Gar kein Ding. Und wieder daneben. Kommst du nicht ein bisschen albern vor? Typ? Na komm, greif an. Greif an, du hast Angst. Daneben. Ich stehe da einfach nur so rum. Na komm, mach was. Schon wieder die Leier. Das wird doch nichts.
das werden? Konnte ich sie schlagen? Hm. Hätte ich mal machen sollen. Zu spät dran gedacht. Es sah einfach zu lustig aus, wie er um mich rumfliegt. Wie so ein Depp. Er macht seinen anderen Trick gar nicht. Er kann eigentlich noch was anderes. Aber will er nicht. Na gut, dann nicht. Dann mach ich dich ja platt. Also wenn das schon alles war, dann enttäuscht du mich aber, Ganondorf. Das war ja lame. Ah, Midna, die geht's gut. Sehr schön. Ach, das schon wieder, okay. Mach ihn platt! Ja, nice. Oh shit. Das sieht nicht gut aus. Aber wir kriegen das hin. Zweite Phase. Und das ist Ganon. Mit einer riesigen Narbe, immer noch von seinem Stich. Schattenbestie Ganon. Oh, die Mucke, Alter. So nice. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, ich beende hier erstmal den Part. Und beim nächsten Mal stellen wir uns Ganon. Also, Leute. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.